So, dann macht sie das Kabel hier vom Lüfter ab. Und zwar macht sie das Kabel, das von eurem Auto kommt, zum Lüfter. Das drückt ihr, ich hoffe, ihr seht das, nicht hier rein, sondern hier links und rechts. Seht ihr diese Nasen? Drückt ihr hier rein. Und dann öffnet sich das. Und dann könnt ihr das da hier so rausschieben. Aber irgendwie hier sind überall Druckpunkte, wo man so drauf drücken kann, hier und hier. Und hier sind auch jeweils 4 Stück. Deswegen ist es ein bisschen irritierend, aber so hat es gut geklappt. Gar nicht so viel. Mehr. Die Halterung habe ich jetzt abgeschraubt an den 4 Schrauben. Und wir haben das zu zweit gemacht, deswegen habe ich das jetzt nicht gefilmt. Als ich die hier unten abgeschraubt habe, da konnte die zweite Person, also habe ich dann hier oben festgehalten. Das wurde abgeschraubt und dann haben wir das einfach runtergelassen. Also ganz leicht, weil es ist hier. Oben, ja, wie sieht man das? Da oben einfach eingehakt und da auch. Und hier an den Halterungen auch eingehakt. Mehr eigentlich nicht. Das heißt, wenn man die löst, dann ist eigentlich alles frei. Als allererstes mache ich die ganzen Gummiblättchen hier ab. Alle 4. Die anderen 2 habe ich schon. Die mache ich erstmal ab. So, das ist der alte. Und das hier ist der neue. Wenn ich das Ding nehme, hier hinten nach oben schieben, hier wieder rein in die Löcher, da und da hinten, und dann mit dem Fuß versuchen. Ich bin ja allein heute. Und dann links und rechts die hier befestigen und von oben dann hier die Löcher, da die Stifte rein, ne? Die da unten sind. Mal sehen, ob es klappt. Jawohl! Es klappt! So, und zwar habe ich diese Schelle hier, habe ich jetzt hier reingetan und, Quatsch, diesen Schlauch hier, habe ich so befestigt, indem ich die Schelle da oben natürlich befestigt habe, aber habe ich indem ich hier mit der Zange reingegangen bin, hier mit der Hand, hier oben durch und habe die Schelle dann hier zusammengedrückt und dann hochgeschoben. Und hier, das war ja ganz leicht, hier entlang zugemacht und fertig. Aber das hier war schon wirklich schwer. Ich erkläre das deswegen, weil diese Metallhalterung
da musste man echt irgendwie durchkommen. Also immer wieder bewegen, bis man dann da durchkam. Und dann habe ich losgelassen, jetzt fest. Ob es dicht ist, werde ich ja gleich sehen. Okay, angeschlossen habe ich es auch. So, angeschlossen hier. Jetzt habe ich hier einen neuen Thermoschalter mir gekauft. Und den füge ich jetzt hier ein. Newtonmeter muss das jetzt angezogen werden. Ich habe es jetzt noch ungefähr gemacht. Und dann kommt das hier rein. Jetzt will ich diesen blauen Temperaturfühler wechseln. Und der sitzt da hinten. Den hier erstmal abmachen, indem man hier reindrückt und dann rausholt. Und dann sitzt hier so eine Klammer. Die hole ich mit so einem Schraubenzieher raus. Da reinstecken und genau und so raus tun. Zack. Und zwar sitzt die so drinne. Dann mache ich den Schraubenzieher hier rein und ziehe das raus. Jetzt kann ich das einfach hier rausziehen und dann kommt das Wasser hier auch raus. Da muss man den neuen schnell wieder reintun. Jetzt muss ich mich schnell beeilen. Mal gucken, ob das klappt. Okay. Eins, zwei. Jetzt erstmal bewegen. Ah ja, der bewegt sich. So, ist der auch bereit? Der ist bereit. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Oh. Puh. So. Ist er dicht? Hör auf. Du bist doch dicht, oder? Hey, der hat die Dichtung. Meiner hat keine Dichtung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der hat diese Dichtung nicht gehabt jetzt. Wie mache ich das jetzt? Ich habe jetzt vom alten Fühler die Dichtung rausgenommen und bei mir am neuen reingetan und jetzt ist es dicht. Naja, auf jeden Fall, hier ist es auch sehr dreckig, sehr viel rausgelaufen, aber das ist halt so, ne? Aber wenn ich jetzt schon den Kühler oder wenn ihr schon den Kühler getauscht habt, dann tausche ich halt diesen Kühler wieder für 8 Euro oder so, ist auch neu. Und natürlich eigentlich auch Dichtung. Mich hat es echt gewundert, warum ich da keine Dichtung mitbekommen habe. Als nächstes zeige ich euch, wie ich dann entlüfte, meinen Bus. Und das ist natürlich auf jeden Fall sehr wichtig jetzt. Wo ich den Kühler jetzt neu gemacht habe. Okay, und zwar, es war wirklich eine leichte Arbeit, den Kühler hier zu tauschen und den Temperatursensor, auch den Schalter. Also eigentlich kann das wirklich jeder machen. Aber ich würde euch echt wirklich raten, einen guten Lüfter zu kaufen. Und zwar, das ist diese Premium-Qualität von Heller. Und die kostet über das Doppelte mehr, als ihr sonst einen Kühler für euren T3 kaufen könnt. Aber das ist mir wirklich wert. Dann macht's gut.